104% haben wir schon mal. Und ich werde jetzt das schwerere Level der beiden aufsuchen, nämlich das hier, Level 5, Kompaktor-Reaktor. Jetzt werdet ihr fragen, hä, wieso das schwerere? Werdet ihr sehen. Nach diesem Schnitt. Los geht's! Das wird das Ende dieses Let's Plays einläuten. Wir gehen nämlich jetzt in den Bereich, wo vorher der gelbe Edelstein drin war, tatsächlich. Und ich sehe gerade, wir haben ja noch einen Akku neben uns schwirren. Super. Sehr geil. Das finde ich gut. Yeehaw! Verlangsame übrigens die Lore. Also so kann sie nicht mir abhauen. Bleib so. Das war's schon? Alter! Was war das denn? Einfach so weggerockt. Mir nichts, dir nichts. Das war ja geil. Die Ladesequenz lasse ich jetzt drin. Alter, das war ja richtig geil. Gerade so zack, zack, zack. Ja, ich bin fertig, ne? Okay. Ja. Super. Und jetzt werde ich nochmal eine Feuer. Ne, hier war es nicht. Das war im Wasser Warp Room tatsächlich. Level 8. Banzai Banzai. Das erste Level mit Coco wird auch das letzte Level dieses Let's Plays sein. Ja, da sind wir wieder. Mit dieser Zerstörung der ersten Kiste läuten wir das Ende dieses Let's Plays ein. Zerstöre ich die eigentlich noch? Ich brauche die ja gar nicht mehr zerstören. Außer die Checkpoint-Kisten. Eigentlich. Genau, teleportiere dich mal weg, Shinobi. Oder wir sorgen dafür, dass du dich wegteleportierst. Sehr schön. Ja, oder man macht es so. Lauf, Coco! Okay. Ah, den Akku nehme ich gerne mit. Genau, wir müssen in den roten Edelsteinbereich. Denn dort werden wir das letzte, den letzten Edelstein finden. Und nebenbei auch noch was anderes. Die Erleuchtung. Nein, nicht die Erleuchtung. Denn der Rick hat das schon erwähnt, es gibt nämlich eine Kraft, die wir auf speziellem Wege erlangen können. Aber nicht so. Sondern wir müssen tatsächlich... Du Scheißfisch. Ich weiß schon, warum ich keinen Fisch mag. Denn ja, ich mag tatsächlich keinen Fisch. Das ist ein Funfact. Super. Ich verliere gleich meinen Akku mal schön. Locker, flockig. In diesem Bereich. Ganz toll. Ah. An diesen Fackeln können wir übrigens tatsächlich sterben. Das geht. Also falls ihr euch denkt so, ach ja, das ist ja harmlose Dekoration. Auch die können uns natürlich töten. Natürlich. Was dachtet ihr denn? Oh, fuck. Bin ich tatsächlich gegen die letzte Kiste gesprungen. Nein. Also irgendwie bezweifle ich, dass dieses Let's Play mit 99 Leben enden wird. Irgendwie. Ich habe das so im Urin. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Nennt mich verrückt. Ich möchte ganz gerne den Akku behalten. Sehr gut. Und ich möchte auch ganz gerne nicht mehr sterben, wenn es geht, Coco. Ich hoffe, du kannst das einrichten. Du darfst aber gerne springen. Danke. Ups. Ja, man sollte vielleicht aufpassen, ab wann man springt. Ne?
Nein! Och Mann! Jetzt stelle ich mich schon wieder so an. Komm, ich brauche Leben. Ich muss die 99 haben. Nein, Spaß. Ich will dieses Let's Play nur noch fertig kriegen eigentlich. Bin ich ja ganz ehrlich. Dass ich jetzt hier noch scheitere, ist echt unnötig eigentlich. Okay, der spawnt trotzdem. Die ist ja hängen geblieben. Ich konnte nichts machen. Ja, natürlich. Die ist da einfach mal hängen geblieben. Deswegen habe ich auch meinen Akku verloren. Oh, jetzt habe ich wieder einen Mitleidsakku. Super. Ganz toll. Klasse. Also darf ich mir zweimal anmerken, oh, ich habe einen Mitleidsakku gehabt. Ganz toll. Es ist so zum Heulen. Echt. Bevor ihr übrigens fragt, nein, ich werde dieses Spiel nicht replayen. Das könnt ihr vergessen, getrost. Nur die ersten drei Crash-Teile werde ich replayen. Den ersten Teil habe ich ja schon gereplayed und ich habe schon wieder eine meiner Masken verloren. Ganz toll. Ja, oder wir machen es so einfach mal. Da ist die letzte Kraft. Turbo-Bodenwurf. Drücken Sie die X-Taste für einen härteren Bodenwurf vor dem Sprung und die Kreistaste, wenn Sie am höchsten Punkt des Sprungs sind. Drücken Sie zum Weiterspielen X. Ja, das war die letzte Kraft und der letzte Edelstein. Und damit haben wir auch das geschafft. Meine Güte, war das eine schwere Geburt. Ja. 106%, wie ihr seht. Jetzt müssen wir nur noch einmal gegen Dr. Cortex kämpfen. Und gegen Crunch. Und dann ist dieses Let's Play vorbei. Und die letzte Ladeszene, die ich rausschneiden werde. Guten Tag. Zeit für den letzten Kampf, Crunch. Diesmal brauche ich die Bazooka. Denn danach wird hier das 100% Ende folgen und ich werde die Credits dann auch tatsächlich laufen lassen und mein Gesamtresümee zu dem Spiel abgeben. Okay. Okay. Komm schon! Gib mir den Cortex. Ja. Man sollte ihn nochmal treffen. Wäre nicht schlecht. Okay. 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 Jetzt brennt das da und da. Okay. Feuer! Okay, das war das. Jetzt dürfte nur noch eine Passage kommen, wenn ich jetzt nicht verkacke noch. Dann sollte dieses Spiel tatsächlich geschafft sein. Eieieiei. Meine Güte. Seid ihr gleich mal fertig da? Scheiße. Okay. Und nochmal Lolo. Och nö. Yes, das dürfte es gewesen sein. Sehr schön. Nochmal Cortex eine mitgegeben. Ja, das war's. Kannst du mich nie gewinnen lassen? Was willst du von mir, du Schwachkopf?
Nein, Uka Uka, ich kann alles erklären. Dafür ist es jetzt zu spät. Ich finde, das hättest du nicht tun sollen. Oh, nein. Wo bin ich? Halt mal. Der lästige Wissenschaftler kann mich nicht mehr kontrollieren. Wo ist der erbärmliche Anwaltspinsel? Wir haben jetzt keine Zeit dazu, Mann. Achtung! Kritische Stromüberlastung in der bösen Raumstation rennt um euer Leben. Dein Energiestrahl hat anscheinend eine leichte Kettenreaktion ausgelöst. Und wir gehen wohl besser zu den Fluchtkapseln. Es ist alles dein Fehler! Wenn du den Kopf nicht eingezogen hättest, wäre das nicht passiert! Das sieht nicht gut aus. Hey, möchte einer von euch mitfahren? Crash, Coco, Aku Aku, ich bin euch allen dankbar. Ohne euch wäre ich immer noch in der Hand von Dr. Cortex. Danke, dass ihr an mich geglaubt habt. Bitte, bitte, Crunch. Hey, glaubst du, dass wir Dr. Cortex und Uka Uka jetzt los sind? Ich möchte das zwar gerne glauben, meine Kinder, aber irgendwie bezweifle ich es sehr. Dummkopf! Idiot! Trottel! Du hast uns ins Nichts geführt! Au! Au! Oh, warte, ich kann alles erklären! Oh, ich werde mir meine Rache holen, Crash Bandicoot! Warte nur ab! Die Schritte von ihm hören sich lustig an. Ja, liebe Leute, das war Let's Play Crash Bandicoot, der Zorn des Cortex. Und ich lasse jetzt die Credits laufen, auch wenn sie dem Rick nicht gefallen. Das ist mir durchaus bewusst. Ja, mein Resümee zum Spiel. Erstmal vielen Dank an meine beiden Gäste, die dabei waren. Nämlich an den Alex Flattermann 85 und an den Super Flash Crash, den Rick. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß mit euch gemacht, mit euch beiden aufzunehmen. Jetzt kommen wir zum Gesamtresümee. Also, erster Negativpunkt, die Ladezeiten. Sind sowas von unnötig. Und ziehen das Spiel eigentlich nur unnötig in die Länge. Also die waren bei den ersten drei Crash-Spielen waren sie bei weitem nicht so lang. Und hier wäre es auch unnötig gewesen. Neutraler Punkt ist mit der Totenkopf-Challenge. Da sehe ich das neutral gesehen. Also dass sie da ein bisschen was oben drauf gesetzt haben, kann man machen, hätte man auch weglassen können. Also das sehe ich neutral. Weiterer negativer Punkt ist, dass Crash extrem langsam geworden ist und er fing noch dazu wieder an zu rutschen, was absolut unnötig war. Also ich habe das schon bei Teil 1 kritisiert. Wawa heißt er, okay. Ich habe das schon bei Teil 1 kritisiert und ich kritisiere das auch hier nochmal. Rutschen von Crash muss wirklich nicht sein, das ist unnötig. Was ich positiv sagen muss, dass die Musik wirklich sehr geil ist. Die Musik ist wirklich sehr geil, aber ich finde, das kann das Gesamtfazit des Spiels nicht retten. Also wenn man mich fragen würde, kommt dieses Spiel an die alten Crash-Spiele ran? Jein. Wirklich jein. Also es ist schön, dass sie es versucht haben, aber laut meiner Meinung kommt es nicht mal annähernd an die Spiele von Naughty Dog ran. Nicht mal annähernd. Also erstmal, es sind wesentlich weniger Jump'n'Run-Level drin, als eigentlich drin sein sollten. Obwohl das ein Jump'n'Run-Genre-Spiel ist, was schon mal sehr traurig ist. Und dazu kommt dann noch die Geschichte mit Coco mit dem Doppelsprung. Dass sie ihr den Doppelsprung nicht auch noch mitgegeben haben, das verstehe ich nicht. Wenn sie den Crash schon mitgeben, warum geben sie den ihr denn nicht auch noch mit? Und ich rede mehr als über die Credits, als die Credits gehen. Das ist auch interessant. Ja, was soll ich da großartig noch sagen? Also, wie gesagt, die Musik sehr cool. Auch die Idee mit den Relikten. Ich finde das ja schön, dass dieser Reliktdruck weg war, dass man kein Gold und Platin mehr holen musste für ein Secret. Auch sehr schön. Es hat zwar bei Crash 3 durchaus Spaß gemacht, aber man muss das nicht unbedingt machen, sage ich jetzt mal so. Ja, ich werde jetzt nochmal mit euch zusammen abspeichern. Und wir haben es geschafft. Die 106% Challenge ist erfüllt. Das nächste Projekt übrigens wird sein bei dem Let's Schnacken Nummer 5. Lego Insel 2. Der Steinbrecher kehrt zurück für die PlayStation 1. Parallel zu Crash Bandicoot dürfte noch Command & Conquer laufen. Der Tiberium-Konflikt auf Seiten der GDI.
geht bis Ende April. Am Mittwoch endet das Spiel. Und dann wird das so sein, dass Freitag dann kein Video kommt, kein Nebenprojekt. Und am Montag geht es dann mit der Bruderschaft von Nod weiter. Also das ist auch schon festgelegt. Und ja, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, diese Geschichte mit den Elementmasken auch sehr cool. Die Bossfights fand ich ein bisschen einseitig, weil wir haben hauptsächlich nur gegen Crunch gekämpft. Wir haben nur gegen Crunch gekämpft. Und gegen die elementalen Masken eben halt. Im letzten Bossfight, Cortex und Uka Uka standen einfach nur daneben. Und haben sich einfach nur angeschaut, wie Crunch gegen uns kämpft und das war's. Beziehungsweise er hat ja nicht mal selber gegen uns gekämpft, sondern die elementalen Masken haben das für ihn übernommen. Aus dem Bosskampf hätte man echt noch mehr rausholen können, finde ich. Aber gut, kann man so stehen lassen. Gesamtfazit auch vom Spielerischen her. Wie gesagt, ich habe meine Note schon abgegeben. Ich bleibe auch bei dieser Note. 4 bis 4 minus. Also, ja, wie gesagt, Crash rutscht extrem. Er backt auch gerne mal rum. Gerade wenn man das hier so schön sieht. Seht ihr, wie er da so ein bisschen nachrutscht? Und das geht gar nicht. Also, das hat man bei Crash 2 und 3 sehr gut hingekriegt. Hier leider wieder etwas schlechter. Aber gut. Dieses Spiel ist auf jeden Fall jetzt abgeschlossen. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch gerade bei meinen Fails. Und ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin gewogen auf meinem Kanal. Wie gesagt, nochmal ein herzliches Dankeschön an den Rick und an den Alex, dass sie zu Gast waren. Meine ersten Gastauftritte bei mir seit langer Zeit mal wieder. Und ja, es hat alles super gut geklappt. Und mir bleibt nichts weiter mehr zu sagen, als ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr das gucken werdet. Und ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und mit diesem Mega-Bauchklatscher entlasse ich euch in den Feierabend. Also dann, tschüss.